von elf auf null. Und elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, der wohl gut. Am 11.11. dann ist klar, so viel seit Jahrzehnten lang. Um 11.10 Uhr die Spannung groß, der Blick zu, wo bleibt er bloß? Und dann endlich war's soweit, der Zeiger sprang auf Narrezeit. Es stieg empor, geladen wie ein Blitz. Ich schalk im Nacken, lag ich jetzt in der Kiste. Unfassbar, was seither geschehen ist. Abwrackprämie, Bundestagswahl, Wahl auf hier, durch Kommunal, Großverluste für Volksparteien, länger Kirmes, ja oder nein, Köbogen und Bürgersaal. Beides wäre wohl eine Qual. Abschiede von Junggesellen, Blinker schalten ab Gehirne, Abschied von der Glühbirne, ja. Tausend Füße wirklich weg? Ja, aber saukalt hier. Geh das, ey, was im Miele. Das ist lecker. Ja, Jack wie Kang heißt die Devise, und keine war je so wie diese umstritten in der Narrenschar. Ein Motto, oh so wunderbar, das fanden manche, andere nicht. Da weiß ich nicht, wie man das spricht, so wussten viele einzuwenden. Man kann die Diskussion beenden, indem man feststellt, allerhand, das Motto ist jetzt mal bekannt. Wenn auch etwas ausgeborgt von dem, der für Furore sorgt. Nein, nicht bei uns, in der ganzen Welt, die ganze Menschheit auf ihn zählt. Obama weckte Hoffnungsschimmer. Das schlimmer als Bushi mit Edelmann. Angela Merkel hat ihn damals direkt besucht und den Besuch gleich wieder verflucht. Denn kaum ist vom Barack begrüßt sie worden, ist der Michael Jackson gestorben. Nun steht in den Büchern wie ein Komplott, als Angela Park vor Michael Ford.